Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 4 Special. Und letztes Mal haben wir das Event freigeschaltet, das zu Arc 3 führt. Das Event heißt Erinnerungen. Das bekommt man, wenn man Flavia und Dylas auf 6 oder 7 Herzen voll hat oder so. Ich glaube, das war 6 Herzen hat. Dann schaltet sich der per Zufall frei. Und dieser Part wird etwas anders, Leute. Ich habe jetzt mehrere Saves angelegt, damit wir dieses Event nicht verpassen. In diesem Part möchte ich halt nur dieses Event jetzt durchziehen. Es wird ein bisschen zusammengeschnitten. Allerdings möchte ich jetzt erstmal kurz auf der Karte immer rumlaufen und alle Events jetzt erstmal zusammenschneiden, dass wir das haben. Weil einige von euch haben schon gesagt, das ist ordentlich, dass man es ordentlich verkacken kann. Und wenn man das Event nicht schafft, dann sitzt man da, dann darf man, also einige von euch haben ja schon geschrieben, die haben das ganze Jahr nochmal neu gespielt. Und, oder nur mehrere Jahre. Und dementsprechend, das will ich halt vermeiden. Deswegen wird es jetzt ein bisschen Zusammenschnitt mit den Events. Ich werde natürlich zwischendurch gießen. Und falls ich das Event verkacke, kann ich immerhin noch neu laden. Weil ich möchte das ungern vermeiden. Ich möchte das halt schon vermeiden, ne? Deswegen müssen wir jetzt in die Häuser reingucken. Und gucken, ob irgendwas getriggert wird. Naja, gut. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Event. Und mal sehen. Ist auch das einzige, ist auch, Leute, ist die einzige Ausnahme, wo ich jetzt ein bisschen zusammenschneiden werde. Weil es kann sein, dass man das Event verpasst. Und das möchte ich vermeiden. So, ich muss jetzt gucken, wo die vier ehemaligen Wächter jetzt lang gehen. Weil die triggern das Event. Und ja. Es kann sein, dass ich das tagelang versuchen werde, ne? Mal gucken. Okay. Ein Tag später im Regen hier unten. Also beim Arztraum. Na, ihr wisst schon. Selbst wenn wir es irgendwie schaffen, das Tor zu öffnen, stellt sich immer noch die Frage, wie wir sie zurückbringen sollen. Genau. Wie sollen wir ihr wieder einen festen Körper verleihen? Wenn sie keinen Körper hat, würde sie da nicht so einfach enden wie du? Ich bin mir nicht sicher. Wenn sie gekonnt hätte, wäre sie wohl am Anfang in unserer Welt geblieben. Vielleicht hat sie im Gegensatz zu dir nichts zu bereuen. Wenn sie nicht in unserer Welt geblieben ist, bedeutet das, nichts hat sie mehr an diese gebunden, richtig? Das ist gut möglich. Aber ganz sicher können wir uns trotzdem nicht sein. Sie ist in einer ganz anderen Lage als wir Sterbliche. Vermute, du möchtest reden, damit wir herausfinden, wie anders ihr Lage ist, stimmt's? Ja. Naja, wir haben diesbezüglich schon Leon gefragt, woran er sich erinnern kann. Wir sollten uns darauf konzentrieren, andere Möglichkeiten zu finden. Okay, wir reden mal mit denen. Was ist los? Brauchst du Medizin? Nee, wir sind plaudern da. Das ist schwieriger, als ich dachte. Bereuen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben heute viele verschiedene Arten von Medizin verfügbar. Ja, okay, bin sie plaudern da? Aber stimmt etwas nicht? Mich aus, sie haben mir wohl irgendwie den Finger geschnitten. Sag mal, ich kümmere mich drum. Na schon. Schon gut, es blutet, aber es ist nur ein Kratzer. Es blutet, sagst du? Dr. Jones? gehört Furcht zur Behandlung dazu. Ich fürchte mich nämlich gerade sehr vor dir. Ja, okay. Dann wäre das nächste Event. Dann gucken wir mal, wann das nächste denn wieder stattfindet. Ah, und hier ist das nächste. Ein Tag später wieder oben bei der Sauna. Oder beim Bad. Ein Ring der Heimkehr. Ja, kannst du einen machen? Das könnte sich als schwierig erweisen. Ich zahle jeden Preis. Ich brauche kein Geld. Ich besorge auch Materialien, die du brauchst. Das ist auch nicht das Problem. Was ist es dann? Es ist, naja. Ehrlich gesagt war es pures Glück, als ich zum ersten Mal einen gemacht habe. Pures Glück? Ja. Es geht also nicht ums Material oder ums liebe Geld. Ich weiß einfach nicht mehr, wie man ihn herstellt. Jetzt nehme ich nicht so an. Damals hatte ich vor Verzweiflung alles getan. Aber egal, ich kann dir nicht weiterhelfen. Es tut mir leid. Nein, ich bin schuld, weil ich Unmögliches verlangt habe. Verzeihung. Wozu brauchst du überhaupt einen? Bestimmt kann Miko XC schon einen Heimkehrspruch wirken. Erdfreunde besitzen oft diese Fähigkeit. Meinst du Omnitor? Ja. Ich glaube, die Macht dieses Zauberspruchs wäre zu stark, um damit fertig zu werden. Diejenigen, die wir zurückbringen wollen, hat ein wenig. Diejenigen, die wir zurückbringen wollen, hat ein wenig zu viel Runenergie. Warte, willst du. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich schätze, du kannst überall Leute finden, die absolut irrsinnige Sachen machen würden. Oh? Ja. Da stimme ich dir zu. Es ist wohl am besten, erst gar nicht erst mit dem Omnitor-Zauber zu versuchen.
Nico hat schon so einen Zauber schon mal ausprobiert und er hat nicht funktioniert. Wo ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, damals ist die Runenenergie einfach explodiert. Das eine Mal hatten wir Glück, aber wir können nicht sicher sein, ob das Glück nochmal auf unserer Seite sein wird. Es ist zu gefährlich. Ich weiß. Wegen aller Möglichkeiten. Was erzählt ihr denn da? Genau genommen, als wir den Omnitor-Zauber das letzte Mal ausprobiert haben, haben wir dich zurückgebracht, oder? Da muss wohl Karma im Spiel sein. Ich finde dem in dem Ring der Heimkehr ja gar nicht mal so schlecht. Sonst was? Nee, sonst erzählen die nichts. Alles klar. Venti. Hörst du mich? Wir alle vermissen dich, Venti. Aber... ich habe es versprochen. Ich habe geschworen, dass es allen gut gehen wird. Selbst ohne dich. Ich habe geschworen, diese Stadt zu beschützen. Also, hast du diesen Pfad gewählt? Aber trotzdem... oh, ich vermisse dich. Ich hoffe, ich habe es nicht verkackt mit ihm, vermisse dich. Danke, noch ein Tag später übrigens. Dankeschön, hier ist deine Entlohnung. Dankeschön. Ja? Es ist zu viel. Oh, diese Ware ist von exzellenter Qualität, also dachte ich, ich gebe dir ein wenig mehr. Außerdem... du hast mir zugehört, das hat mir geholfen, mich von einer Last zu befreien. Oh. Im Gegenzug könntest du mir fürs nächste Mal mehr von diesen hochwertigen Waren besorgen, okay? Danke. Guten Morgen, Nico. Morgen. Bis später. Was ist los? Was? Worüber habt ihr gesprochen? Familie. Hä? Ich habe Familie, wir sind doch hier nicht blutsverwandt. Aber die interessieren sich nicht nur für die Schmiedarbeit und ich bin keine besonders gute Gesprächspartnerin. Also reden wir nur selten miteinander und wir stellen uns auch nur wenige Fragen. Aber wenn sie Hilfe benötigen, will ich für sie da sein. Es kann schon sein, dass ich nicht so richtig dazugehöre, aber ich will trotzdem helfen. Und was denkst du? Oh, hast du auch Leute, denen du helfen möchtest? Ja. Aber vielleicht wollen sie meine Hilfe nicht. Ja, ich weiß nicht, was sie wollen. Was meinst du damit? So Leute, mit denen man ständig zusammen ist, kennt man nicht in- und auswendig. Was man tut, könnte sie verletzen oder es führt zu Streit. Aber wenn man trotz allem, was so vorfällt, immer noch mit ihnen zusammen sein möchte, ich glaube, das macht eine Familie aus. Je wichtiger jemand für einen ist, desto öfter ertappt man sich dabei, den anderen zu verletzen. Aber man sollte sich dennoch vertrauen. Da ist nichts Falsches dabei. Manchmal ist man einfach egoistisch, will seine eigenen Anliegen durchsetzen. Aber es ist okay, ihnen zu vertrauen. Selbst wenn man deswegen jemanden oder etwas Wichtiges verliert, wenn man etwas ändern will, muss man auch in Kauf nehmen, im Gegensatz zu etwas zu verlieren. Schließlich bedeutet etwas ändern auch immer, das hier und jetzt zu verlieren. Und manche Dinge werden sich nie ändern, wenn man keine Entschlossenheit zeigt. Zumindest hat mich das jemand gelehrt, den ich kenne. Manche Dinge kann man nicht ändern, wenn man keinen Mumm zeigt. Ja. Das Mädchen vorhin hat sich über sowas Gedanken gemacht. Hä? Mehr kann ich dir nicht sagen. Viel Glück. Sonst, ich bin bei dir. Was? Nee, alles gut, alles gut. Okay. Und noch ein Tag später. Könntest du etwas bestätigen oder macht ihr was aus? Was denn? Momentan versuchen wir Ventus unabhängig voneinander und aus eigenen Stücken Lauf verstehen zu lassen. Wir werden damit weitermachen. Selbst wenn es nicht das ist, was Ventus sich wünscht. Dolly, stimmt's? Ja. Wirklich? Natürlich machen wir das. Ich habe mich gefragt, warum du so grimmig reinschaust. Ist das alles? Ich meine das wirklich ernst, kein Witz. Wir sind darauf vorbereitet, uns den Konsequenzen zu stellen. Wir ziehen es durch, selbst wenn sie sich etwas anderes wünscht. Schließlich gibt es jede Menge Dinge, die ich ihr gern sagen würde. Wie soll das möglich sein, wenn sie nicht nach Hause kommt? Ihr glaubt, Venti wird froh sein, wenn sie wieder hier ist. Aber wenn nicht. Also, ich finde immer noch, dass ihre Rückkehr nur richtig ist. Das ist ihr Zuhause. Ich kann es auch immer noch nicht akzeptieren. Ich habe dafür keine logische Begründung oder so. Ich kann die Dinge, wie sie jetzt sind, nicht akzeptieren, also biege ich sie mir eben so zurecht, dass ich es kann. Sonst nichts. Ey, Leute.
Was willst du jetzt tun, My Lady? Ich. Du kennst die Antwort darauf. Natürlich. Ausgezeichnet, dann packen wir es an. Wie können wir Ventusville nach Hause bringen? Kann ich dazukommen? Miku, warum bist du hier? Ich möchte Venti auch ein paar Dinge sagen. Auch wenn in dieser Sache nur mein Ego aus mir spricht. Ich will trotzdem, dass sie wiederkommt. Zurück nach Hause, in diese Stadt. Zu uns. Miku. Es kann sein, dass Venti das gar nicht wollen würde. Aber ich will daran glauben. Ich will daran glauben, dass sie bei uns bleiben wollte. Und ich werde auch weiterhin daran glauben. Offenbar werden wir so oder so Gewissheit erlangen müssen. Ich denke nicht, dass wir eine Antwort bekommen, wenn wir sie einfach fragen. Es würde nicht zu ihr passen. Aber sie kann ein offenes Buch sein. Stimmt, ihre Gedanken stehen ihr immer ins Gesicht geschrieben. Leute. Ja, Miku? Du wirst uns auch helfen, oder? Aber natürlich. Also dann. Sammeln wir erstmal alles, was wir wissen. Judas, wo war das Tor zum Wald der Anfänge? Ist in der Nähe von Leon Karnak, genau wie Flavia gesagt hat. Die Frage ist, wie man es öffnet. Was brauchen wir? Die Entschlossenheit, um es zu öffnen. Was? Ich habe gehört, es geht um, was war es noch gleich? Den Beweis, dass man die Welt verändern kann. Ich hörte es jemandem sagen, bevor ich in eine Wächterin verwandelt wurde. Er entdeckte das Tor und sagte, es würde sich nicht öffnen lassen, bis jemand die nötige Entschlossenheit zeigen würde. Interessant. Wir wollen gerade mit Arthur sprechen, um herauszufinden, was er weiß. Was mit Barret und dir? Er weiß offenbar nicht mehr, wie er diesen Ring der Heimkehr überhaupt gefertigt hat. Also stecken wir jetzt in einer Sackgasse. Wir können nur versuchen, selbst einen Ausweg zu finden. Ich werde tun, was ich kann, um andere Optionen aufzutun, aber im Moment weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Jedoch soll es Zauberspruch geben, mit dem man in den Wald gelangt. Erdfreunde können ihn wirklich kennen. Was bedeutet das? Anscheinend kann man ihren Körper wiederbeleben, indem man Rune mit den neuen Gefäß verschmelzen lässt. Doch das ist nur ein Gerücht. Wir wissen jetzt nicht sicher. Verstehe. So oder so, wir müssen in die Welt der Anfänge gelangen. Es sieht so aus, als hätten wir alle unsere Anhaltspunkte erschöpft. Versuchen wir es mit dem Zauberspruch Omnitor. Nein, das wäre gar nicht gut. Sie hat recht, du hast schon mal versucht, als du zum Turm gegangen bist und es ist gründlich schief gegangen. Ich weiß. Aber das bedeutet nicht, dass es diesmal wieder misslingt. Miku, verstehst du, was du sagst? Ja. Unsinn. Beim letzten Mal hattest du Glück, dass du die Auswirkungen überlebt hast. Trotzdem, er hat recht. Wir dürfen nicht zulassen, dass dir etwas zustößt. Sonst werden wir Venti und den anderen Stadtbewohnern nie wieder in die Augen sehen können. Genau. Bitte denk nicht mal daran, das wieder zu versuchen. Nicht aufgeben. Ich werde nicht aufgeben. Selbst wenn ihr mich alle für verrückt haltet. Nennt mich ruhig egoistisch, wenn ihr wollt. Ich werde es trotzdem versuchen. Es ist doch so. Ich will um jeden Preis, dass Venti nach Hause kommt. Ich will sie wiedersehen. Und ich werde mich nicht einfach so geschlagen geben. Du scheinst fest entschlossen zu sein. Ich denke, es ist sicherer für dich, wenn du diese Sache mit uns zusammen angehst, anstatt es im Alleingang zu versuchen. Ich mache mir trotzdem Sorgen, aber wenn du es wirklich tun willst, kann ich dich nicht aufhalten. Was sollen wir nur mit dir machen? Leute. Beim geringsten Anzeichen, dass es schief geht, werde ich dich sofort aufhalten. Verstanden? Okay. So sieht's aus. Und wenn du davon felsenfest überzeugt bist, dann solltest du dich erstmal richtig vorbereiten. Ich weiß. Yes. Ausgezeichnet. Also dann sag uns Bescheid, wenn du dich fertig vorbereitet hast. Wir werden hier auf dich warten. Wir werden hier auf mich warten, das ist sehr gut. Wir nehmen mal ein Befehl mit. Ich weiß nämlich nicht, ob wir jetzt dann direkt zurückkommen. Jakob, mitnehmen. Sollte erstmal ausreichen, ne? Gut, ansonsten bin ich bereit. Hoffentlich kommt Venti bald nach Hause. Das hoffen wir alle. Ich frage mich, ob es für sie auch so war. Was meinst du damit? Nachdem wir Wächter wurden. Ich habe gehört, sie wollte uns die ganze Zeit retten. Und genau das machen wir jetzt für sie. Also frage mich, ob sie sich dabei auch so gefühlt hat. Ganz bestimmt. Ja. Bist du bereit? Ja. Klar. Also klar, legen wir los. Yes. Alles klar, legen wir los. Was ist denn, Flavia? Ich habe ihn nur gefragt, wie sie Venti wohl gefühlt hat. Hä? Als sie, unsere Gedächtnisse gelöscht hat. Ich meine, es gab bestimmt Dinge, die sie uns sagen wollte. Aber sie konnte nicht. Sie musste sich beherrschen, um unsere Gedächtnisse...
Sie musste sich beherrschen, um unsere Gedächtnisse löschen zu können. Sie hat es für uns getan. Ich weiß. So. Wir müssen uns nur bei ihr entschuldigen. Und zwar wir alle, sobald wieder sie wieder nach Hause gekommen ist. Ja, es hört sich gut an. Alles klar, Miko, wenn ich bitten darf? Ja. Tut mir leid, Venti, aber wir werden jetzt ein bisschen egoistisch sein. Aber sobald wir alle zu Hause sind, kannst du dich beschweren, so viel du magst. Also bitte. Ikso! Omnitor! Kannst du mich hören? Huch, schläfst du etwa? Ich schätze das am besten so. Flavia. Du bist es, Flavia. Du bist noch am Leben, den Stern sei Dank. Oh, Flavia, wie viel Zeit ist vergangen. Meine Erinnerungen sind voller Liebe. Komm, lächle für mich, so wie damals. Lächle, lächle. Flavia? Ich möchte ein Lächeln noch einmal sehen. Aber falls du dich an mich erinnerst, würde es nur Trauer in mir, in dir hervorrufen. Und dann würdest du womöglich wieder kühne Pläne schmieden, um mich erneut zu retten. Das lasse ich nicht zu. Also werde ich deine Erinnerung versiegeln. Nur deine Erinnerung an mich. Also bitte lächle für mich, Flavia. Strahle mich an, voller Unschuld, so wie du es immer getan hast. Das wird mir reichen. Leb wohl, Flavia. Ich werde dich nicht vergessen. Ich werde nicht vergessen, wie du durch den wolkenlosen Himmel geflogen sind. Ich werde es nie vergessen. Du stehst doch tief fest wie das sprichwörtliche Baby. Und auch dein süßes Gesicht erinnert mich an eines Babys, auch wenn du sonst immer so ein Grießkram bist. Bist du dir ganz sicher, dass du dich in dieser Hinsicht nicht ändern willst? Nicht, dass du der Typ wärst, der auf andere hört. Erdfreund und Wächter, ihr alle seid dermaßen egoistisch. Ihr versteift euch darauf, mir Gefallen zu tun, ohne es mir zu sagen. Ihr wisst überhaupt nichts, oder? Ihr könnt nicht wissen, wie es sich anfühlt, diejenige zu sein, die zurückgelassen wurde. Ich werde nie verstehen, wie schwer es sein kann, diese Bürde zu tragen. Ich wusste nie, wer ich bin. Ich hatte keine Ahnung, wie schwer es sein kann, ohne ein einziges Wort zurückgelassen zu haben. Leb wohl, Dylas. Du, der meinen Namen ruft. Ich erinnere mich an deine schroffe Stimme. Wie könnte ich sie vergessen? Ich würde sie nie vergessen. Geht es Dolly gut? Natürlich. Aber es gibt eine Sache, die ich tun muss. Deutsch. Es gibt so vieles, was ich dir gerne sagen würde. Doch ich wurde gebeten, nur über dich zu wachen. Außerdem, es scheint, als schwinden meine Kräfte. Also fürchte ich... Ich muss lebwohl sagen, Deutsch. Sei glücklich. Das ist alles, was deine Eltern je von dir verlangt haben. Selbst wenn der Rest der Welt es vergessen sollte, ich werde mich immer erinnern. Also bitte, bitte, Deutsch. Sei glücklich. Vergiss mich. Offenbar ist der Erdfreund zurückgeblieben, um mein Leben zu retten. Verstehe. Es gibt jetzt so viele Dinge, die ich dir sagen will, aber das muss warten. Eilst du zu retten? Natürlich. Ha, wie immer bist du eine recht unterhaltsame Göttin. Schweig still. Ich bin einfach aufgebracht, das ist alles. Oh? Ja, ich bin es leid, dass mich alle ignorieren, um zu egoistischen Missionen aufzubrechen, die meine Rettung zum Ziel haben. So. Lass mir eine Sache sagen, bevor du nachfliegst. Was? Der Erdfreund, der mich gerettet hat, mich gebeten, dir das zu sagen. Danke, dass du meine Freundin bist. Es hat Spaß gemacht. Dieser Erdfreund war ziemlich unterhaltsam. Ventus will einer der vier göttlichen Drachen als persönliche Freundin zu bezeichnen. Haha. Dieser Narr. Ist es dieser Narr, den du als deinen derzeitigen Priester ausgewählt hast? Diese lästige Position habe ich schon vor Jahrhunderten abgeschafft. Und selbst wenn nicht, wer würde schon jemanden als Priester auswählen, der so egoistisch und eigenwillig ist? Was ist diese Person dann für dich, wenn nicht dein Priester? Ich würde sagen, in etwa dasselbe wie du. Was? Wie ihr alle, die ihr meine Wächter geworden seid. Ihr seid ganz einfach meine Freunde. Venti. Hab Dank, Leon. Nur wegen dir und den anderen Wächtern bin ich heute überhaupt noch am Leben. Und nicht nur das. Ich bin nicht mehr allein. Hey, Venti. Bleib bei uns. Bitte, Venti, geh nicht fort. Nein. Es ist Zeit, sie zu verabschieden. Venti! Warte, geh nicht! Leb wohl, Miko. Wäre es meine Entscheidung, würde ich nicht gehen, aber ich muss. Venti! Dieses Treffen hat mich wahrlich glücklich gemacht. Bitte! Ich konnte die Sterblichen wieder lieb gewinnen. Venti!
Falls wir uns wiedersehen, irgendwo, irgendwann, dann werde ich... Nein, ich möchte nicht fortgehen. Ich möchte zurückkommen, meine Tage damit verbringen, zu plaudern und einfach nur Spaß zu haben. Venti! Danke, Miku. Mein letzter Freund. Ich möchte nicht mehr allein sein. Ich möchte nicht mehr ganz auf mich allein gestellt sein. Ich kann das nicht leiden. Miku! Miku, ist alles in Ordnung? Puh, du bist wach. Du darfst uns nie mehr solche Sorgen bereiten. Was ist los? Ich hatte einen Traum. Ein Traum? Von Venti. Darüber, wie sie alle eure Gedächtnisse löschen musste. Und darüber, wie sie verschwunden ist. Du konntest also Ventis Träume sehen? Ja. Was hat sie gesagt? Hä? Konntest du etwas sehen? Konntest du überhaupt etwas über sie erfahren? Immer mit Ruhe, Dilas. Ich weiß, aber... Sie sagte... Sie sagte, dass sie nicht fortgehen wollte. Sie wollte das nicht. Sie wollte nicht mal allein sein. Miku, warum weinst du denn? Moment mal, Trotzdem. Venti hat mich gefragt, ob ich mich für sie um diese Stadt kümmern kann. Als sie fortging, sagte sie, sie wolle mich lächeln sehen. Das waren ihre letzten Worte. Ja. Was für ein Glück. Venti wollte nicht gehen. Sie wollte hierbleiben und mit uns allen weiter zusammenleben. Ich hatte mich geirrt. Mich nicht geirrt. Ich hatte mich nicht geirrt. Ja. Wie blöd bist du eigentlich? Natürlich hast du dich nicht geirrt. Selbst ich. Ich. Dolly. Wir alle hatten dieses Gefühl. Ja. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall aufgeben. Gehen wir es an. Wir werden sie wieder zurück zu uns bringen. Zu uns zurückbringen, wenn wir diese Demeltürme bloß hätten aufreißen müssen. Da stimme ich dir zu. Ah, da bist du ja, Dilas. Arthur. Was ist das alles? Nichts Besonderes. Wenn wir ihn ein bisschen Raum lassen, wird es schon gut gehen. Also, was ist es, Arthur? Dilas, hast du eine Erkältung? Hä? Du hörst dich so an, als wäre deine Nase ein bisschen verstopft. Es ist nichts. Ich hab nur einen kleinen Schnupfen. Dann ist es eine Erkältung. Ich würde sagen, das ist etwas mehr als nichts. Du auch, Leon. Deine Augen sind etwas rötlich. Das bildest du dir nur ein. Oh ja, sei es nicht. Ich wollte etwas mit Dilas besprechen. Was ist los? Ich bin auf etwas gestoßen, was vielleicht das Tor öffnen könnte. Wirklich? Ja. Was denn? Ah, Leon, deine Reaktion nach so toll bist du wie erwartet auch in die Sache verwickelt. Das spielt gerade keine Rolle. Sag mir schon, was es ist. Ich setze sogar noch einen drauf, denn ich habe meinen Fund mitgebracht. Hier ist er. Das... Eine Runenkugel. Alles in dieser Welt ist mit der Macht der Runen erfüllt. Und der Wald der Anfänger ist der Ort, an dem diese Runen schließlich zurückkehren. Nicht mehr ein göttlicher Trage kann sie denen widersetzen. Doch Lady Winslow hat sich diesem Schicksal entzogen. Hat ihre Rückkehr jahrhundertelang hinausgezögert. Dabei ist sie mit der Macht ausgekommen, die ihr ihr verliehen habt. Dann handelt es sich bei dieser Macht im Wesentlichen um die Macht, die natürliche Ordnung zu stören. Diese Macht kann die Welt verändern. Und wenn es etwas gibt, das mit einer vergleichbaren Macht erfüllt sein könnte, wie ihr vier sie als Wächter hattet, dann wäre das eine Rundkugel. Kiel, meine Güte, Arthur, warum bist du so ohne mich abgehauen? Verzeihung, ich war wohl zu aufgeregt und hatte mich nicht unter Kontrolle. Kiel, was machst du hier? Ich helfe natürlich Arthur. Also, sowas in der Art jedenfalls. Was? Sieh mal, aber wir wollen Lady Winslow auch nicht aufgeben. Kiel. Jedenfalls können wir womöglich das Tor öffnen. Was willst du denn machen? Ich werde gehen. Miku, was? Du bist schon wieder gesund? Ja, natürlich. Na dann, ich denke, es wäre schlau, wenn Miku die Runenkugel nimmt. Bist du sicher? Ja. Ich bestehe sogar darauf. Was? Was meinst du damit? Das Ganze war nur eine Theorie, aber ich glaube, um diesen Beweis zu erbringen, dass man imstande ist, die Welt zu verändern, muss man ein Erdfreund sein. Die Erdfreunde haben schließlich den Zauberspruch erfunden, um Leute in Wächter zu verwandeln, oder? Und die Runenkugeln selbst können Leuten die Fähigkeit verleihen, Erdfreund-Magie zu verwenden. Also glaube ich, dass wir die Macht eines Erdfreunds brauchen, das Tor zu öffnen. Sehe ich genauso. Wirst du das für uns tun? Nö, viel zu tun. Ja, sicher doch. Okay, wenn ich bitten darf... Die Runenkugeln liegen in deinen Händen. Bitte helf, Lady Winslow. Das Tor ist bei Leon Karnak. Venti wartet bestimmt drauf, dass wir sie holen kommen. Du wirst das nicht auf eigene Faust versuchen, kapiert?
Wisst ihr, Dolly war genauso aufgebracht wie ihr auch. Gib alles. Ich habe noch lange nicht genug gemeckert. Was? Ich hätte auch noch ein paar deftige Bemerkungen auf Lager. Also sag uns allen Bescheid, wenn du bereit bist, Nico. Versuch gar nicht, dich allein davon zu schleichen, okay? Ja. Gehst du schon? Ja. Also, wenn du bereit bist, aufzutreten, dann lass es mich wissen, okay? Wir wollen auch nicht aufgeben. Genau wie du, oder? Aber natürlich. Ja. Der Waldanfänger hinter dieser Tür sei. Du kannst das Tor bei Leon Kanak finden. Ich weiß, dass Lentwood auf uns auf alle wartet. Wir standen viel fröhlicher, aber das heißt wohl, dass Safe hier wirklich und wahrhaftig auf Lentwood angewiesen war. Ja, ich werde jetzt mal speichern. Dieser Part wird ein bisschen zusammengeschnitten. So, einen Tagebuch speichern. Einmal bitte hier das zweite. Was steht aber? Jetzt kein Event mehr, okay. Lasst uns zuerst hier hineinklären, Leon Kanak. Danach machen wir uns auf den Weg zum Waldanfänger. Ich denke mal, machen wir den nächsten Part. Ich zeige euch nochmal kurz am Ende, was ich jetzt zwischenzeitlich gemacht habe. Ich habe die Sachen hier gelevelt. Ihr wisst, die war vorher hier. Das Ding ist auch gewachsen. Auf der anderen Seite habe ich hier ein bisschen. Nee, hier habe ich noch nicht gegossen. Habe ich jetzt, mache ich jetzt mal eben. Ups. Einmal was. Was? Einmal vergessen und dann ist es schon gleich verwelkt. Alles klar. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich alles geerntet, was zu ernten ging. In der Zwischenzeit während des Cuts. Und hier seht ihr auch schon, das ist schon relativ groß. Die Bäume habe ich gegossen. Die habe ich nicht gegossen. So. Aber wie ihr seht, und im Menü ist, habe ich Mais? Warum habe ich Mais? Naja, egal. Nur das Lauch, die rosa Rüben und ja. Erdbeeren ein paar Stück. Alles, was da angepflanzt werden war und so. Habe ich alles geerntet und getan und gemacht, ne? Da wisst ihr Bescheid. Im nächsten Part gehen wir nach Leon Kanak, noch am selben Tag. Und dann gucken wir mal, wie es da aussieht. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war ein sehr spannender Part, finde ich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.